Herzlich willkommen. Hier ist Martina Kress und ich begrüße dich zur Eutonie-Stunde. Ankommen und entspannen am Boden. Du benötigst eine Matte oder eine Decke auf dem Boden. Sorg dafür, dass du ein wenig Platz um dich herum hast und ungestört bleibst. Außerdem benötigst du ein Kissen oder ein zusammengelegtes Handtuch, um es später unter den Kopf zu legen. Lege dich an den Boden. Spüre, wie du da ankommst, in welcher Lage. Wie nimmst du den Boden wahr? Wie legst du deinen Kopf ab? Brauchst du eine Unterstützung? Wie hoch muss die Unterstützung sein? Probiere es aus. Eine Richtschnur ist ungefähr so, dass deine Stirn und dein Kinn sich auf einer Ebene befinden. Dann räkel und streck dich einen Moment aus. Wie viel Bewegungsdrang ist noch da? Oder ist die Einladung des Bodens, die sofort zur Ruhe zu kommen? Und dann werden deine Bewegungen allmählich kleiner und du legst dich auf den Rücken, legst die Hände, die Arme entweder neben dich oder, wenn es dir angenehmer ist, auf deinen Rumpf ab. Magst du die Beine im Moment lieber aufgestellt lassen oder liegen sie lang am Boden? Und dann nimm dir Zeit, dich gut zu spüren, dich in der Begegnung mit dem Boden. Ich begleite dich durch eine kleine Reise von Kopf bis zu den Füßen und du lenkst deine Aufmerksamkeit auf die Bereiche, die den Boden bzw. die Matte oder das Kissen berühren. Spür deinen Hinterkopf. Wie groß ist die Berührungsfläche deines Hinterkopfes am Boden? Wie empfindest du die Unterlage? Kann sich der Kopf da ein bisschen einbetten? Hinterlässt er dort einen Abdruck? Und spür dann von dort über den Nacken, den Hals zum oberen Rücken hin. An welcher Stelle begegnet dein oberer Rücken oder die Schultern wieder dem Boden? Spür zur rechten Schulter. Was kannst du von der rechten Schulter und von ihrer Auflage spüren? Und was von der linken Schulter? Liegen beide Schultern gleich fest auf dem Boden? Oder nimmst du da Unterschiede wahr? Und dann spürst du weiter deinen Brustkorb,
und im Bereich deiner Lenden und im Bereich deines Beckens. Spüre dich vom oberen Rücken, den ganzen Rücken hinunter bis zum Beckenbereich. Und du spürst vielleicht, wie der Rücken sich im Lendenbereich etwas vom Boden wegwölbt. Wie empfindest du diesen Abstand in diesem Bereich? Ist der sehr flach am Boden? Oder ist es eine starke Wölbung, fast wie eine Brücke? Und dann nimmst du dein Becken wahr in der ganzen Breite und Länge der Auflagefläche. Und wie nimmst du in diesem Bereich die Berührung des Bodens wahr? Empfindest du die Berührung als fester oder weniger fest wie im Schulterbereich? Und wenn du bisher die Beine und Füße aufgestellt hast, dann schiebe jetzt ein Bein nach dem anderen Richtung Mattenende, sodass beide Beine lang ausgestreckt auf der Matte liegen. Und wenn deine Beine am Boden angekommen sind, spürst du die Verbindung von deinem Becken zum Bein hin? Fang auf der rechten Seite an, deine rechte Beckenseite, in der Verbindung zum Oberschenkel. Und wie nimmst du deinen Oberschenkel wahr? Berührt der Oberschenkel den Boden oder gibt's dort einen Abstand? Wie empfindest du diesen Abstand zum Boden oder die Auflage? Und dann spürst du weiter zu der Kniekehle, die sich ein wenig vom Boden wegwölbt, und weiter zu deinem Unterschenkel. Spüre deinen Unterschenkel am Boden aufliegen. An welcher Stelle begegnet dein Unterschenkel dem Boden? Und wie groß und wie breit ist die Auflagefläche? Und dann spürst du weiter über das Fußgelenk hin zur Auflage deiner Ferse, deiner rechten Ferse am Boden. Wie hat sich die Ferse abgelegt? Liegt die Ferse mittig auf oder ist die Ferse so ein bisschen nach außen oder nach innen rotiert am Boden? Und dann spürst du noch einmal die ganze Länge deines Beines, deines rechten Beines vom Becken abwärts bis zur Ferse. Wie empfindest du es jetzt? Kann es am Boden ruhen? Und kannst du es vielleicht noch ein bisschen mehr an dem Boden lassen? Und dann wandert deine Aufmerksamkeit zu deinem linken Bein.
Wie kannst du jetzt dieses linke Bein wahrnehmen? Spüre es auch wieder von der Verbindung des Beckens zum Oberschenkel hin. Berührt der Oberschenkel den Boden? Ist es eine feste oder eine leichte Berührung? Oder empfindest du einen Abstand zwischen deinem Oberschenkel und dem Boden? Und spüre dann weiter Richtung Knie. Nimm auch da die Wölbung der Kniekehle wahr. Und spüre weiter zum Unterschenkel und zur Auflagefläche deines linken Unterschenkels am Boden. An welcher Stelle berührt dein Unterschenkel den Boden? Ist es eine kleine Fläche oder eine große? Und kannst du ein bisschen von dem Gewicht deines Beines an dieser Stelle an dem Boden abgeben? Dich noch ein bisschen mehr ausbreiten. Und du spürst dann noch weiter über das Fußgelenk bis zu deiner linken Ferse, die am Boden ruht. Ist die Ferse ein bisschen nach außen oder nach innen rotiert? Oder liegt sie mittig auf? Nimm auch dieses linke Bein jetzt in der gesamten Länge wahr, vom Becken über den Oberschenkel, den Unterschenkel bis hin zum Fuß. Und gib das Gewicht deines Beines an den Boden ab. Wie empfindest du jetzt dein Liegen? Gibt es eine Verbindung vom Kopf zu den Füßen? Wo spürst du die Auflageflächen deines Körpers? Die Stellen, wo der Boden dich trägt und hält? Die Stellen, wo du Platz nehmen darfst, dich tragen lassen darfst? Nichts tun musst. Und dann geht deine Aufmerksamkeit noch einmal zu deiner rechten Ferse. Und du richtest die Ferse am Boden so auf, dass sie ungefähr so auf der Mitte zu liegen kommt. Und dann ziehst du über dem Boden deine Ferse und dann auch den ganzen Fuß zu dir heran, bis die Fußsohle auf der Matte zu stehen kommt. Spüre deine Fußsohle jetzt dem Boden berühren. Und wie empfindest du dein Bein jetzt in dieser Position? Spüre dann zu deinen Zehen und lass deine Zehen Richtung Mattenende streben. Und du schiebst den ganzen Fuß wieder nach unten aus, bis das Bein sich wieder in der ganzen Länge am Boden ablegen kann.
Und wenn es gut angekommen ist, verweile einen Moment, lass alles, was noch an Aktivität, an Spannung da ist, los. Und dann nimmst du dieses Bein nochmal zu dir heran, schleif es bodennah über dem Boden, zieh eine Spur auf deiner Matte Richtung Becken, bis deine ganze Fußsohle sich aufstellt und Platz nimmt auf der Matte. Und dann wendest du deine Aufmerksamkeit auf dein linkes Bein, auf deine linke Ferse und richtest auch hier die Ferse so aus, dass sie mittig liegt. Und dann ziehst du mit der Ferse und später mit dem ganzen Fuß eine Linie auf deiner Matte Richtung Becken. Und wenn der Fuß gut angekommen ist, spürst du wieder die ganze Fußsohle von der Ferse bis zu den Zehen und schiebst dann von den Zehen geführt dein Bein wieder nach unten aus, so dass es sich wieder in seiner ganzen Länge ablegen kann. Wiederhole diese Bewegung noch einmal, ganz aufmerksam für alles, was sich bewegt, Fußgelenk, Kniegelenk, im Hüftgelenk. Wenn du den Fuß zu dir heranziehst und auch wieder wegschiebst. Und dann stellst du den Fuß auf diese Weise auf und nimm den rechten Fuß. Lass ungefähr eine Handbreit Platz zwischen den beiden Füßen und suche nach einer Position, wie die Füße gut und stabil stehen können, die Knie aufgerichtet sind, Richtung Decke weisen, stehen beide Füße und Beine unabhängig voneinander oder müssen sie sich anlehnen? Suche die Position für deine Füße und Beine, die für dich angenehm und stabil ist, ohne dass sich die Knie aneinander stützen müssen. Und dann richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Lendenbereich und auf die Auflage deines ganzen Rückens am Boden. Wie empfindest du die jetzt? Wie nah ist der Lendenbereich am Boden? Und dann schiebst du das rechte Bein wieder nach unten Richtung Mattenende aus und beobachtest, was mit deinem Becken geschieht. Und holst das Bein dann wieder zurück. Und dann nimmst du das linke Bein und schiebst es aus und beobachtest wieder diesen Zusammenhang zwischen dem Ausschieben deines Beines und der Position deines Beckens.
Und wenn das linke Bein lang ausgestreckt daliegt, schiebst du auch nochmal das rechte Bein aus. Immer in der Beobachtung, in der Aufmerksamkeit für den unteren Rücken, den Lendenbereich, die Position deines Beckens. Welche Position ist für dich angenehmer? Wo findet dein Rücken Stütze und Halt? Und wo hast du vielleicht den Eindruck, dass es eine kleine Spannung in dem Bereich gibt? Oder sind dir beide Positionen gleich lieb? Und dann ziehst du wieder ein Fuß nach dem anderen zu dir heran, sodass beide Füße wieder Stütze finden auf dem Boden. Nimmst dich nochmal als Ganzes wahr, vom Kopf bis zum Becken, vom Becken über die Beine bis zu den Füßen. Und dann ziehst du das rechte Knie zu dir heran. Der Fuß löst sich vom Boden und darf ganz entspannt hängen, während du das rechte Knie zu dir heranziehst und es vielleicht mit deinen Händen umfasst. Spiel etwas mit dem Abstand deines Knies zum Brustkorb. Welche Distanz ist dir angenehm? Und dann setzt du den Fuß auch wieder auf dem Boden ab und begleite dieses Ankommen deines Fußes auf der Matte mit deiner Aufmerksamkeit. Wie setzt sich der Fuß ab? Und dann strebt das linke Knie Richtung Brustkorb. Und auch da experimentierst du ein wenig mit dem Abstand des Knies zum Brustkorb. Ziehst es ein bisschen näher heran, lässt es ein wenig wegstreben. Wie können dich deine Hände und Arme in dieser Bewegung unterstützen? Und kann der Fuß gelöst hängen bleiben? Oder hast du das Gefühl, dass du da sehr viel Spannung noch hast und den Fuß unwillkürlich anziehst? Und dann stellst du auch diesen Fuß langsam wieder auf den Boden zurück. Spürst, wie die Fußsohle allmählich wieder die Berührung zum Boden aufnimmt und Stütze findet am Boden. Spür einen Moment nach, hat sich etwas verändert durch dieses Aufnehmen der Knie Richtung Brustkorb? Und dann ziehst du jetzt beide Knie, wenn es dir möglich ist, eins nach dem anderen zu dir heran und umfasst es mit deinen Händen,
sei es vorne am Knie oder in der Kniekehle, da wo es für dich angenehm ist. Spür die Verbindung von deinen Schultern, den Armen, den Händen zu deinen Knien und damit zu deinen Beinen. Zieht das Gewicht deiner Beine an den Schultern? Wie viel Anstrengung braucht es, um deine Beine zu halten? Und gibt es etwas, wo du noch dich mehr lösen kannst, weniger investieren musst? Und du spürst die gesamte Auflage deines Rückens vom Kopf bis runter zum Becken. Und dann beginnen die Knie gemeinsam nach links und nach rechts zu pendeln. Und nimm dir einen Moment Zeit, das in deinem Tempo, in deinem Rhythmus zu tun. Wie weit magst du nach rechts und nach links pendeln? Vielleicht ist es gut, die Knie in diesem Moment ein bisschen weiter noch auseinander zu nehmen, sodass du besser von der einen Richtung in die anderen steuern kannst. Und nimm dann dieses Rollen deines Beckens und des Rückens am Boden wahr. Wie verlagert sich die Auflagefläche? Ist die Empfindung für die rechte Seite eine andere als für die linke Seite? Rollt es sich in beide Richtungen gleich gut? Bleibt der Kopf unbeweglich liegen oder bewegt er sich mit? Und dann beendest du diese Bewegung allmählich und setzt wieder einen Fuß nach dem anderen ganz aufmerksam an den Boden zurück. Und wenn beide Füße stehen, kannst du entweder in dieser Lage noch einmal nachspüren oder du schiebst einen Fuß nach dem anderen, ein Bein nach dem anderen wieder Richtung Mattenende aus und spürst mit den lang abgelegten Beinen nach. Wie ist deine Empfindung für die Lage jetzt in diesem Moment? Wie empfindest du den Boden? Hat sich da etwas verändert? Nimm dich und dein Gestimmtsein wahr. Und dann beginnst du, deine Hände zusammenzuführen. Die eine Hand begegnet der anderen Hand.
Die eine Hand streicht die andere Hand ab, auf der Innenseite und auf der Außenseite. Nimm auch die einzelnen Finger dazu. Mit einer sanften Berührung, die aber die Form deiner Hände und deiner Finger nachzeichnet. Und dann beginnst du mit einer Hand den anderen Arm abzustreichen. Von der Hand zum Unterarm. Schmieg deine Hand an die Form deines Unterarmes an. Spüre, wie sich die Außenseite und die Innenseite in der Empfindung unterscheidet. Streiche dann auch über den Ellbogen zum Oberarm. Und vergiss auch da nicht die Innenseite des Armes. Vielleicht musst du dafür den Arm etwas anheben. Du kannst ihn auch mit dem Unterarm auf deiner Stirn ablegen. Wie empfindest du diese Berührung an deinem Arm? Schließ dann auch die Schulter mit in die Berührung ein. Wie weit kann deine Hand auch nach hinten greifen, da wo deine Schulter noch nicht am Boden aufliegt, und diesen Bereich ausstreichen. Vielleicht nimmst du auch noch deinen Kopf auf dieser Seite dazu, dass du über die Haare streichst, über die Rundung deines Schädels, über den Hals. Und dann nochmal in einer langen, streichenden Bewegung von der Schulter über den ganzen Arm bis zu den Fingern. Und dann lässt du diesen Arm und diese Hand wieder ruhen, legst ihn einen Moment auf dem Boden ab. Und auch den anderen Arm, die andere Hand, die gerade aktiv war, legt sich am Boden ab. Vergleiche die beiden Seiten. Gibt es noch so ein Nachempfinden von dieser Berührung? Wie empfindest du den einen, eher passiven Arm? Und wie den Arm und die Hand, die aktiv war, die berührt hat? Dann beginnst du mit der anderen Hand jetzt diese Hand und diesen Arm zu berühren. Ist es eine ganz zarte Berührung oder eine feste Berührung? Achte auf die unterschiedlichen Berührungserfahrungen, die du vielleicht eher aus der Außenseite deines Arms hast oder auf der Innenseite. Vom Unterarm geht es dann über den Ellbogen und die Ellbeuge zum Oberarm.
Vergiss auch die Achselhöhle nicht. Und zum Schulterbereich. Und dann beendest du das, indem du wieder so in einem langen, gleichmäßigen Strich nochmal diesen Weg zurücknimmst. Vielleicht auch wieder so von der Kopfseite aus, so nochmal die Rundung des Kopfes auf der linken Seite begleitest, die Verbindung zum Hals, zur Schulter, über den Oberarm, den Unterarm, bis zur Hand hin. Und dann lässt du wieder beide Arme ruhen. Spür nach, wie du diese Arme jetzt empfindest. Wie sind sie mit dem Rumpf verbunden? Und wie liegen sie jetzt in diesem Moment am Boden auf? Liegt eher die Kleinfingerseite am Boden? Oder ist die Handinnenfläche dem Boden zugewandt? Oder hast du die Hand auf dem Handrücken abgelegt? Ist es bei der rechten Hand genauso wie bei der linken? Und wie viel Abstand haben deine Hände jetzt in diesem Moment zum Rumpf? Und nimm dich dann nochmal als Ganzes wahr. Vom Kopf über den Rücken, das Becken, die Beine zu den Füßen. Aber auch von den Schultern zu den Armen und Händen. Alles ist miteinander verbunden. Auch wenn du es vielleicht im Moment nicht ganz so spüren kannst. Spür noch einmal den Boden, deine Auflageflächen und dass der Boden dich trägt. Du kannst immer wieder zum Boden zurückkehren, dein Gewicht mit der Schwerkraft an dem Boden abgeben. Er steht dir zur Verfügung, gerade auch in Zeiten, wo du dich unsicher fühlst oder wenn du gestresst bist oder das Gefühl hast, dass du mehr Stabilität brauchst. Der Boden ist da,
und du kannst immer wieder Ruhe auf ihn finden. Und du kannst jetzt diese Stunde auf deine Weise beenden, indem du noch einen Moment so ganz in Ruhe daliegst, dich und deine Empfindungen wahrnimmst. Vielleicht auch die Bewegung, die durch den Atem entsteht. Und wenn der richtige Zeitpunkt für dich gekommen ist, dann beginnst du dich auszuräkeln und nimmst dir Zeit dafür, das wirklich gut und gründlich zu tun, dich auszustrecken in die verschiedenen Richtungen oder auch zusammenzurollen. Vielleicht magst du auch deine Beine noch berühren, dein Rumpf. Geh dem nach, was für dich stimmig ist. Und ob du anschließend eher wieder in die Aktivität gehen willst, dann braucht es etwas kräftigere Impulse. Vielleicht rubbelst du dich dann ein bisschen mit der Hand stärker ab oder schüttelst auch mal die Arme und Beine aus. Oder ob du eher zur Ruhe kommen möchtest, weil du gleich ins Bett gehen möchtest. Dann lass das eher ruhig ausklingen mit zarten, streichenden Bewegungen oder so einem ganz wohlig, ruhigen Räkeln. Und wenn du vom Boden wieder hochkommst, achte darauf, dass du möglichst dich über die Seitenlage langsam nach oben bewegst und dabei gut auf dich Acht gibst. Ich verabschiede mich von dir. Bleib gesund.